R-E-W-I-N-S-I-D-E. Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Just do it! Don't let your dreams. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Empire. Und mit dabei ist heute der liebe Tobi. Hallo. Hallo. Oh, hey, was denn? Oh, oh Gott, du bist so hässlich, Alter. Zieh die Maske nie wieder aus. Was für hässlich? Hallo? Hallo, Masi. Hallo, oh Gott, tut mir leid. Hä, warum schreist denn du so rum, Mann? Was ah! Tobi, bitte Leute, mach das mal. Was ist denn? Ich hab. Hä? Das ist doch voll normal. Alter. So ist besser. Okay, Leute, willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Minecraft Empire. Es könnte ganz vielleicht, meine Freunde, die letzte Folge Empire sein, die ihr jemals seht. Aber jetzt, meine Freunde, müssen wir erstmal schauen. Masi, was hast du für uns? Ja. Also, ich werde euch jetzt mal zeigen, was wir alles haben. Weil heute Abend erwarten wir ja den Angriff von Maverick, oder? Oh Gott, ja, genau. Leute, heute Abend 19:30 Uhr Livestream. Letzter Empire Livestream überhaupt. Fettes Staffelfinale. Ein Schalter. An meiner Keulen. Entschuldigung, ich rede wieder mit mir selber. Ich merke schon, du hast wieder diese Hallus. Ja, also, ja. Wir haben die ganzen Truppen ausbilden lassen. Wir haben von euch die Waffen genommen als Beispiel. Habt ihr den Söldnerkontakt von außerhalb gefunden, den ich dir gegeben habe? Selbstverständlich haben wir den gekriegt. Oh, ja. Baby! Lass mich mal Tag machen. Ich am D, Oriamai. Ich am Do, Eis, Imdial und E. Ich würde das auch gern können. Okay, alles klar. Oh, super. Alter, wie viele sind denn das? Nicht das schlecht. Hier? Ja. Das hier ist momentan der erste Trupp, der zweite sollte der noch dazu erste stoßen. Trupp? Genau gleich. Das ist nicht mal alles? Also das erste Bataillon, genau. Oh. Wir haben hier unsere verschiedenen Trupps. Das hier ist Team Alpha, das hier ist Team Beta, das hier hinten ist Team Omega und das hier ist Team. Die Jungs, die. Wie? Ja, der eine und das hier ist Delta. Ja, die sind ein bisschen. Dein Kopf gehört mir, oh mein Gott. Ja, okay. Muss aufpassen. Die sind ein bisschen aggressiv getrimmt, aber wir haben ihnen das gezeigt. Dann schaut euch mal den Baum an! Oh mein Gott, der Generator funktioniert. Schaut euch der das an, Leute. Der funktioniert sogar perfekt. Schaut ihr das an. Ich habe die Sachen sogar noch rübergezogen. Mein Gott, das Suchen. Man hört sogar das Suchen des Generators. Genial. Einfach nur genial. Wow. Und somit haben wir auch noch hier den Schutz, dass man nicht unten aus dem Portal angreifen kann, aus dem Nether-Portal. Wow. Haben wir das alles auch noch verzaubert gehabt. Genial. Ja, du klingst aber nicht so überzeugt. Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber weißt du, was noch fehlt, Masi? Was denn? Oh, ich sehe, ihr habt sogar die Mauer ausgebaut. Genial. Ja, wir haben die. Das alles jetzt. Wir haben alles abgetrennt. Wahnsinn. Es sind alles nur. Es ist alles nur noch eine einzige Insel. Du kommst nicht mehr zum Baum, ohne dass du in den Fronteingang reingehst. Genial. Geht nicht mehr. Genial. Was ist mit Flug? Ich meine, wenn sie halt. Oh Gott, ich will hier gar nicht. Geht nicht. Wegen dem Schutzschild um den Baum herum. Ah. Der lässt alles, was fliegen will, fallen. Genial. Genial. Schau mal, auch die Katze. Die wollte hier rüberfliegen und die ist jetzt da runtergefallen. Oh Gott, die arme kleine Katze. Das ist eine bescheuerte Katze. Die Warum? Hat mich vorhin geschlagen gehabt und zerkratzt und keine Ahnung. Was? Oh Gott. Ja, siehst du, gewalttätig. Die hat dich, sag einfach, sie hat mich zuerst angegriffen. Ja, sie hat uns angegriffen. Sie hat Alter. Angefangen. Genau, blöde Katze, genau. Blöde Katze. Ja, genau, ja. Okay, Tobi, pass mal auf. Ja. Masi, so. wir haben noch ein paar Ideen, wie wir das Ganze hier vielleicht ein wenig verbessern können. Möchtest du mal was ganz, ganz Bestimmtes sehen? Bin ich der Einzige, der findet, wenn man den Turm von den Dings anguckt, von den Elfen, dass es aussieht, als wäre es eine riesengroße sitzende Katze? Jetzt, wo du es sagst, es sieht aus wie eine riesengroße sitzende Katze. Ja, stimmt. Okay, Na gut. Baby, ja, was ist los? Was ist los? Ah! Hey, wo bist du? Alles gut, Baby? Ich bin auf dem Turm hier oben, Jungs. Hier oben bin ich, hier. Dreht euch um. Andere Seite. Ah, hier. Ja, hier ja, vorne. Ja. Alles gut. Okay, pass mal auf. Okay. Tobi, oh Gott. Hast du vielleicht ganz kurz die Sachen dabei, die ich dir genannt habe? Die Dispenser, das Redstone, die Fackel. Soll ich dir alles geben? Gib mir alles, denn Masi, was ich dir jetzt zeige, ist ein Prototyp. Beziehungsweise nicht unbedingt ein Prototyp. Wir haben ihn schon mal gebaut. Aber eine Sache, Masi, mit der wir, ich leere mal ganz aus meinem Müll hier in den Fluss. Ich hoffe, das ist in Ordnung, denn, nun ja, wir wissen ja eh nicht, wie es ausgeht. Pass mal auf, Masi, schau jetzt mal bitte ganz genau her. Schau mal bitte ganz genau her. Ja, ich guck Ich brauche mal ganz meine Spitzhacke. So, was ich jetzt zeigen werde, Masi, ist, wie gesagt, eine Sache, die darf nicht in falsche Hände geraten, okay? Denn mit dieser wunderschönen Maschine können wir wirklich einiges anstellen. Mit einiges anstellen. Tobi, ich glaube, du weißt, was ich mit einiges meine, ne? Sehr viel sogar, Das ist tatsächlich wirklich, Masi, das ist die Maschine, wenn ich das so sagen darf. Die Maschine?
Es ist die Maschine, es ist nicht irgendeine. Und was kann man damit alles machen? Ich meine eben, wir brauchen irgendeinen automatischen Schutz. Und ihr seid ja die Erfinder. Ich meine, die Truppen haben wir, das Kriegsbataillon zum Verteidigen. Den ersten haben wir hier im inneren Kreis. Das zweite Kriegsbataillonstruppchen wird sich hier vorne verteidigen. Aber jetzt ist die Sache, wir brauchen dringend halt irgendwelche automatischen Geschütze, die halt unsere Truppen verbauen pass können. Pass mal auf. Und jetzt kommen wir nämlich zum heiklen Thema. Schauen wir hier ganz kurz. So, ich brauche mal ganz kurz, wo habe ich denn... Ach, Tobi, hast du nicht einen Hebel für mich eventuell? Habe ich dir keine gegeben? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, ich muss auch mal ganz kurz... Nee, ich glaube, es war andersrum. Also ich habe einen hier... Warte mal, pass mal auf, ich guck mal ganz kurz. Oh, war es nicht so? Aber der Baum, genau, ich finde, der Baum sieht so schön aus, indem er jetzt gerade so beschützt wird mit diesen Strahlen. Ja, ich hoffe mal, das funktioniert auch weiterhin. Nee, guck mal, pass auf, du musst hier... Warte, ich mach's mal kurz. Ja. Hier muss eine Fackel hin. Ah, genau, so rum. Hier, und jetzt... Warte, jetzt das ist ja gar nichts. Warte, Masi. Es ist wie gesagt nicht allzu leicht, das Ganze zu entwerfen, okay? Ja, ich verstehe schon, das ist Technik. Ich kenne mich sowieso nicht aus damit. Ich meine, ihr wisst, wie das alles funktioniert. Tobi, was ist denn das Problem hier gerade? Warte mal ganz kurz, Masi. Wir sind gleich soweit. Gib mir nur ein kleines. Ja, schon okay. So, aber das sollte schon funktionieren. So. Dann warte mal. Ach, Mann, Alter, ich finde das so schön. Aber das wird so schade, wenn hier alles zerstört werden sollte. Tatsächlich, so wie Maverick gesagt hat, dann haben wir riesen Probleme. Ich hoffe, dass Maverick heute Abend wirklich. Wir sollten ihn. Ich glaube, wir kriegen das hin, oder? Ich will es wirklich hoffen. Gib mir einen Moment Zeit. Okay, Masi, ich glaube, wir haben es hinbekommen. Schau mal jetzt, pass mal auf. Siehst du das hier? Okay, ja. Jetzt, das Ding spammt quasi immer weiter ein Signal hinaus, okay? Kann man das auch jetzt ausschalten? Natürlich. Aber warte mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz hier... Tobi, gib mir mal ganz kurz... Warte mal, ich muss ganz kurz hier die... Ja, alles gut. Gar kein Problem. Das sieht aber richtig kritisch aus, wie er das baut. Das ist alles geplant, Masi. Das ist alles wirklich hundertprozentig durchgeplant von Profis wie uns beiden. Warte ganz kurz, so. Okay, Tobi, ich glaube, jetzt können wir und go. Warte, ich befülle das am besten noch, weil sonst können wir nichts schießen. Okay, Masi, bist du bereit? Achtung, schau dir das an. Ja. Ach du Heiliges. Und mit dem Ding sollten wir auf jeden Fall, wenn wir die auf jeden Turm bauen, definitiv einiges erwirken können. Oder ich meine, stell dir mal vor. Oh mein Gott. Jeder Turm, stell dir vor, Masi. Ah, aua. Kannst du mich nochmal hochbringen, Masi, mit deinem blöden Turm? Wollen wir schnell bei Mo gucken, wie die ganzen Dinge aussehen? Ja, ich meine, klar, gerne. Das sind halt eine Menge Pfeile. Und stell dir vor, jeder Turm 360 Grad mit diesen Pfeilen gespickt. Ach du Heilige. Das ist eine Menge. Und das ist ziemlich, ziemlich mächtig. Damit können wir echt einiges machen. Das ist sehr mächtig. Und Gaias, Gaias, rede schon von Gaias, Gottes Willen. Jetzt rede ich hier schon von Gaia. Ja, wie gesagt, also die Männer, unsere Männer müssen halt nur lernen, wie man das Ding benutzt und dann ist es eigentlich soweit schon fertig. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Na gut, können wir das in dem Fall auch versuchen, so auszuführen, oder? Jetzt müssen halt nur noch alle Leute Bescheid wissen, wie man das Ding baut, aber das ist wirklich eine leichte Sache, wie du gerade gesagt hast. Ja, ich glaube, wir können das sicherlich analysieren. Aber das Einzige, was wir jetzt noch bräuchten, wäre noch schnell die Route. Wir müssen wissen, wo seid ihr denn? Könnt ihr schnell mal zum Eingang kommen hier? Ja, klar, ja. Gerne. Warte ganz kurz. Wir haben jetzt hier alles abgeschottet. Ja. Das bedeutet, die Gegner können jetzt nicht mehr hierher. Das wollen wir hoffen. Also, und deswegen müssen wir jetzt schnell eine Strecke überlegen, weil wenn sie jetzt doch durchs Portal kommen, ich meine, wir werden morgen hier starten müssen. Mhm, wir können nicht gleich beim Portal starten. Nein, wenn er uns umzingelt? Und wenn wir dann hier durchlaufen, ich habe hier... Eine Fluchtroute, ja klar. Ja, irgendwo. Warte mal, ich hab eine perfekte Idee. Was hältst du davon, wenn wir morgen einfach noch genügend Luftschiffe irgendwo auf dem Theater, sag ich mal, platzieren, dass für den Fall, dass wir abhauen, dass wir mit den Luftschiffen einfach davonfliegen können? Kleine Luftschiffe einfach, kleine Ballons. Ja, aber wir können ja gar nicht abhauen. Wir müssen so oder so in den Krieg. Natürlich, aber ich meine, ja, du hast recht. Aber wofür dann die Fluchtroute? Wir verlieren in jeder Situation, wenn wir nicht reingehen und Maverick selber töten. Ja, das ist wohl wahr. Aber ich meine, was machen wir jetzt? Also, wir müssen versuchen, die Gegner irgendwie einzudämmen. Und so wie es aussieht, werden wir in dem Fall einfach morgen... Wisst ihr was? Komm mal mit. Wir müssen eine Route überlegen. Ja. Wir müssen wirklich eine Route überlegen, wo die Gegner durchgehen könnten. Wir haben eine Fluchtroute. Ich habe eine Idee, Masi. Pass auf. Ich mache mit Tobi noch auf den Weg und baue auf dem Weg vom Portal ein paar Sprengfallen hin, die unsere Gegner eventuell ein wenig aufhalten. Lavafallen und solche Geschichten. Aber nicht vergessen, wir müssen ja selber auch noch zum Portal kommen. Ach, das heißt, wir können den Weg da nicht abschneiden. Dann müssen wir es einfach so kommen lassen, wie es ist, Masi. Dann müssen wir einfach schauen, wie es kommt. Es geht, glaube ich, nicht anders. Das heißt, wir müssen einfach die Truppen hier herum um einiges verstärken, oder richtig, wie? Richtig. Wir brauchen einfach mehr Truppen, generell mehr Truppenpräsenz auf den Mauern und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist der einzige Weg, Masi, wie wir sicher gehen können, dass es heute Abend alles gut geht. Dann versuchen wir das. Wie sieht es eventuell aus? Ich meine, kriegen wir vielleicht noch ein bisschen magische Unterstützung deinerseits? Ich meine, ein wenig Zauber, die uns zur Verfügung stehen, sowieso versuchen, die ganze Magie beim Portal zu kontrollieren, sobald wir durchgehen. Okay. Ich meine, klar, mich übernimmt Maverick, aber er kann mich nicht übernehmen, wenn ich selber das Portal kontrolliere. Es wird mich aber verdammt viel Energie kosten.
geschlossen und ich weiß nicht, was passiert. Bist du sicher, dass das wirklich der Fall ist oder sagst du das gerade nur so? Ich sage, das ist die einzige Möglichkeit. Wir können sonst nichts machen, weil er sagt die ganze Zeit, er kann euch kontrollieren. Das geht aber nur, also er kann euch nur kontrollieren, weil ihr durch sein Portal geht. Wenn ich es aber hinkriege, das Portal unter meiner Magie fließen zu lassen, dann seid ihr davon unberührt. Aber in der Zeit müsst ihr die Aufgaben erledigen. Okay, Masi, ich bin der Meinung, wir sollten einfach die generelle Präsenz von Einheiten auf den Mauern überall in der Stadt halt, nun ja, deutlich erhöhen, wenn du verstehst. Das machen wir und sie sind auch alle bereit für das Land hier zu sterben. Aber, Moment, ja gut. Wie wollen sie denn sonst überleben? Ich meine, hier werden Truppen reinkommen. Es wird nicht möglich sein, dass alle überleben. Ja, du hast recht. Also wir können es hoffen, aber... Und was ist mit dem Super-TNT? Sollen wir damit eventuell noch irgendwas machen oder glaubst du, das ist schwachsinnig, weil wir uns damit selber eventuell wichtige Wege abschneiden? Wir werden uns wahrscheinlich selber Wege abschneiden. Das wäre wahrscheinlich richtig dumm. Ich glaube, Super-TNT müssen wir sowieso aufsparen für den Baum am Schluss. Ja, wir müssen ja am Schluss den Baum zerstören. Richtig, genau. Ja, richtig. Und dafür müssen wir aber auch zuerst deren Generator zerstören. Recht hast du. Nun gut, okay, pass auf. Dann würde ich sagen, Masi, Tobi und ich versuchen jetzt auch irgendwie hier die ganzen Türme mit unseren Geschützen voll zu machen und alles hier soweit vorzubereiten. Mach das, genau, ja. Vielleicht klügeln wir noch ein paar Sprengfallensysteme oder sonstiges aus. Irgendwas schaffen wir da schon, Minen, weißt du, was ich meine? Oder so, ja. Richtig, genau. Und den Rest, oh Gott, wir können einfach nur hoffen, dass es heute Abend gut geht, Masi. Ja, klingt gut. Okay, gut, dann also, dann, in dem Fall, wie sehen wir uns heute Abend, ja? Ruh dich nochmal gut aus, leg dich nochmal hin und dann sehen wir uns heute Abend um 19:30 Uhr. Mach's gut. Werde ich machen, tschüsschen. Auf Wiedersehen. Komm, tschüss, Tobi, Masi. Komm, wir gehen zu mir und besprechen die weiteren Pläne. Tobi, kriegst du das ja. bis heute Abend noch hin, eventuell den Architekten Bescheid zu geben, dass sie die anderen Kanonen überall hinsetzen. Ja, natürlich kriegen wir das hin. Gut, pass auf, Tobi, dann geh du am besten auch nach Hause und leg dich hin und ich leg mich auch noch was hin und ich würde sagen, dass wir uns dann einfach morgen früh, beziehungsweise heute Abend dann in dem Falle sehen. Leute, ja. Wir sehen uns heute Abend um 19:30 Uhr, das war's von dieser wunderschönen Folge. Schaut auf jeden Fall bei Masi und bei Tobi vorbei. Masi, auf jeden Fall mal fettes Dank für dich an deine ganze Hilfe hier bei Empire. Yo, gerne. Und Leute, wir freuen uns auf jeden Fall heute Abend auf ein fettes Finale hier von Empire. Schaut definitiv rein und ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.